Don't.
Let's dance. Fucking.
Let's dance. Let's dance. Would you know it?
not here more than 30 seconds and already I see a bad little kid doing bad little things. He is sucking on a balloon. Now this is not an ordinary balloon, Harris. It's a balloon filled with a gas called nitrous oxide. Laughing gas. But this is no laughing matter. Camera's ready, prepare to flash.
I'm DJ Cole Cox from the UK, and you're listening to DRS3. Check it out. DRS3 live aus dem Hallenstadion und den umliegenden Tanzräumen oder Baracken oder Hallen. Jetzt gerade sind wir im Electric Science Floor, immer noch. Wir bleiben wahrscheinlich auch relativ lang dort, wo dort die gute Musik stattfindet. Beim Carl Cox immer noch fast am Ende vor seinem Set, vor nachher der Zürcher DJ Rotzo auflegt. Vis-à-vis der Kollege, der Reto von Gunten. Reto, du warst noch immer gewesen, wo fast niemand hingeht, also in der Hausbar. Das ist das allerkleinste Eckli. Was spielt sich dort ab? Erstens muss man sich durch die ganz grosse Halle durchkämpfen, durch die Halle, wo normalerweise der Elton John oder so irgendjemand drauf steht, und jetzt plötzlich der Neues aus Bern drauf steht. Und man sieht ihn fast nicht, er geht irgendwie nahezu verloren dort oben. Und wenn man sich dort einmal durchkämpft hat, findet man ein Schild, das heisst Walliser Binde. Und dort drinnen ist nachher, und das tut mir fast ein bisschen weh, ist nachher dort drinnen unsere heiß geliebte Hausmusik. Wird vertreten im Moment vom S-Next Ray Martinez, einigermaßen korrekt, technisch sauber, mit viel zu viel Mitte und Höhe, es tut richtig weh. Und es kommt null Stimmung auf. Drinnen sind etwa 10 Leute, die sitzen an irgendwelchen Tischen, und etwa 10 Leute sind am Tanzen. Und nochmal etwa 50 Leute stehen ein bisschen da rum. Und die Stimmung kann dort drinnen nicht aufkommen, weil überall hängen so Bilder rum von irgendwas für Walliserhäuschen, weißt du, die so auf den Steinen oben stehen. Und das Ganze findet statt bei absoluter Raclette-Festbeleuchtung. Es ist wirklich, es ist hell, man kann dort drinnen einen Film drehen, es ist wirklich unglaublich. Also die Hausmusik wird wirklich hier in einer Art und Weise abgetan, wo es mir schon fast ein bisschen weh da ist. Jetzt der Bilderhang an der Wand erinnert einem an das Wallis, wo überhaupt nicht da ist. Es schmeckt aber wenigstens nicht noch nach Raclette drinnen. Also. Nein, aber ja, für 10 Franken dürfen ein kleines Fläschchen Coca-Cola und ein Sandwich zu mir nehmen. Du weißt, welche Sandwich das sind, gell? Das sind die, die so ein nahezu chemisches Brot... So Kleenex-Brot, genau, das nicht einmal über den SBB geht. Genau, verschnitten wird und dann kommt so Schinken zwischen ihnen, der irgendwie so quadratisch daherkommt. Das hat mir 10 Franken gekostet und mir noch definitiv den Rest gegeben. Aha, jetzt, mir hat es den Rest gegeben, apropos Preise, wegen der Musik nicht, aber wegen der Preise an der Street Parade, wo die Veranstalter Softdrinks verkauft haben, ein kleines PET-Fläschchen Mineralwasser hat 5 Liter gekostet. Mm. Das ist nicht nur horrend, das ist schlichte Schweinerei. Aber jetzt wieder zu der Musik und zu der Party, Reto. Du bist in der Rave Arena ein bisschen hängen geblieben, zmützt im Gewühl. Wie fährt sie? Was geht dort ab? Das Alter, muss man sagen, in der Rave Arena ist ganz eindeutig der Durchschnitt tiefer als auf dem Electric Science Club. Eindeutig, ich würde das Durchschnittsalter irgendwo zwischen 15 und 20 ansiedeln. Ich habe schon ein paar Freude an den Leuten, die man wirklich anmerkt, dass sie sich Wochen, wenn nicht Monate lang auf das Event gefreut haben und sich vorbereitet haben, sich zweckgeklebt haben, sich etwas in den Sinn gekommen, fantasievolle Kostümchen anhaben. Das Piercing ist um. Mittlerweile scheint es zum Schweizer Durchschnittshaushalt zu gehören, wie früher irgendwie eine Armbanduhr. Man hat ein Piercing irgendwo, ganz lustig, habe ich gesehen, an einem Mädchen, der so ein Ringli durch die Unterlippe hatte und dort unten dran ist nachher irgendein so ein, wie ein Kappenzettel gehangen, wo er konstant im Weg war beim Tanzen, aber sie hat es völlig genossen. Es hat vereinzelt Leute herum, die wirklich ihre Reife haben, die wirklich abtanzen. Aber die grosse Masse scheint mir irgendwie auf etwas zu warten, wo noch nicht gekommen ist. Also sie ist da so ein bisschen rum, mit ihren Leuchtstiftchen, da diesen Fluoreszierenden im Himmel rumwinken und kommen der Aufforderung nachher, die Hände ein bisschen in die Luft zu recken. Aber sonst passiert in dem Sinn wirklich mehr so ein bisschen ein Abwarten der Dinge. Ich weiss nicht, bin ich schon ein paar verwöhnt, aber mich dunkt die Beleuchtung, das ist etwas, wo man sich sehr darauf freut, in so einer grossen Arena, Laserlight schon und so. Mm. Mich dunkt die Beleuchtung sind ein bisschen bescheiden. Bin ich verwöhnt? Ich weiss nicht. Also, es ist nicht Pink Floyd oder Rolling Stones, sondern es ist halt Energy, wo man irgendwo auch ein Beleuchtungsbudget hat, wo man probiert, so schmal wie möglich zu behalten. Aber trotz allem, es ist nicht lieblos gemacht, das muss man schon sagen. Es ist sorgfältig gemacht, nicht wahnsinnig aufwendig, aber irgendwo eben, es ist so ein bisschen ein Warten auf noch ein bisschen mehr da drinnen. Und es scheint irgendwo, dass die Szene von diesen ganz jungen Reifern irgendwo fast ein bisschen zu charakterisieren. Warten auf mehr. Wir warten zum Beispiel auf den DJ Rotzo von Zürich, der in ein paar Minuten auf dem Electric Science Floor auflegt. Bis dann noch der Schluss vom Set von Carl Cox.
Korrektur, was muss sein, der Carl Cox hat seinen prächtigen Auftritt übrigens, wir haben es gehört, und die Stimmung war auch sehr gut gewesen im Electric Science Floor. Der Carl Cox hat seinen Auftritt fertig, jetzt an der Plattenteller der DJ Rotzo, live auf dem Brief. Der DJ Rotzo übrigens, der uns allen zeigt und beweist immer wieder, dass eigentlich weniger mehr ist.